Ja, meine Freunde, heute stelle ich euch mal die Seite Iri vor und ich wünsche euch viel Spaß. Make the streams louder. Ja, herzlich willkommen, wie schon angekündigt, stelle ich euch die Seite iri.ovh vor. Ja, ihr denkt euch bestimmt, was ist denn das, was kann man hier machen? Iri ist ein Server-Hoster, der KVM-Server wie V-Server, Linux, Minecraft-Server und ja. Ich stelle euch halt die Seite mal vor, was man hier so machen kann, was das bietet. Immer wenn ihr was kauft, sind die immer sofort halt verfügbar. Hier sieht man das auch schön, wenige Sekunden nach dem Kauf. Web-Interface ist auch schon dabei. Man kann Prepay aufladen, also es kommt keine Rechnung oder so. Also ihr könnt zum Beispiel eine Paysafe-Karte oder so. Dazu später noch was. Upgrades sind auch immer, also wenn ihr zum Beispiel 1 GB RAM-Server habt, könnt ihr auf 2 GB erhöhen, also upgraden. Es gibt dazu auch kostenlos eine professionelle DDoS-Protection-Schutz. Ja, das ist halt, wenn Leute halt zum Beispiel euch versuchen zu DDoSen, dass ihr dann geschützt seid. Ist ja selbsterklärend. Und Standby-Modus, das ist halt, wenn ihr zum Beispiel jetzt vergessen habt zu aufladen oder so, ist er noch 3 Tage halt, also offline, also Standby halt, ihr könnt halt den nicht benutzen, aber wenn ihr dann wieder aufladet, dann ist er wieder sofort verfügbar. Zahlungsmöglichkeiten gibt es auch, ja, hier gibt es eine Zahlungsmöglichkeit, PaySafeCard, PayPal, Sofortüberweisung und Bitcoin, obwohl ich jetzt die gar nicht kenne, aber wer das hat, ist es halt praktisch. KVM-Server gibt es auch schon, ab 3,99, 2V-Core, 500 MB RAM. Eigentlich will ich hier gar nicht speziell rein, sondern ich möchte hier eigentlich speziell beim Minecraft-Server. Ja, schon ab 2 Euro, also 1,99, 500 MB RAM. Ihr denkt so, ja, schon wenig, aber Leute, 500 MB RAM kommen auch wirklich an. Unbegrenzte Festplattenspeicher ist auch dazu. Einfaches Control Panel, MySQL Datenbank und FTP inklusive, Serverversion wählbar, also Flatrate, feste IP-Adresse, aber man kann hier eine Domain kaufen. Support ist also super eigentlich immer, also sobald man Support-Ticket erstellt, schreiben die auch eigentlich sofort zurück. DDoS Protection Schutz, wie gesagt, ist auch inklusive dabei. Linux Server, wie gesagt, ist auch hier, kann ich auch noch kurz zeigen, ab 1,99. Wenn man noch skeptisch ist, kann man hier Testserver holen. Zum Beispiel KVM-Server kann man kostenlos am nächsten Tag. Bei Minecraft-Server sieht es anders aus. Da hat man 10 Slot, Gigabyte Arbeitsspeicher, Fair Use, HDD unbegrenzt und 1000 MB Anbindung. Laufzeit ist hier 4 Tagen. Also bei Minecraft-Server könnt ihr wirklich bei Herz und Nieren testen. Ich glaube, da gibt es noch 5 Testservers, also ja, Kundensender gibt es auch, aber da gehe ich jetzt nicht rein, weil da muss man sich registrieren und dort sieht man meine ganzen Daten, aber man kann sich einfach registrieren, ja, und dann kann man einfach ein Ticket erstellen und Fragen stellen, die man fragen möchte. Ja, das wäre es eigentlich schon, was ich alles zu sagen. Ja, wenn ihr sonstige Fragen habt, könnt ihr halt die halt fragen bei Kundencenter halt, wie gesagt, wenn ihr interessiert seid, Link in der Videobeschreibung, dann könnt ihr entweder halt Testserver oder direkt einen Kiss-Server kaufen. Und jo, dann denke ich, wir sehen uns beim nächsten richtigen Video wieder. Und jo, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.